Was ist das denn jetzt? Ist ja geil. Ja. Machen wir es mal so, ja gut. Hast du noch normales Kabel einstecken? Also das normale Quarzfieber? Also das Glaskabel, oder was? Ja, das Glaskabel. Hab ich. Okay. Schließ mal an. Ja, sehr schön. Gut, jetzt kriegt er auch wieder Energie. Sauber. Gut. Ja, der frisst dann doch schon einiges, ne? Ja. Guck mal in deinen Reaktor, was der verbraucht. Würde mich mal interessieren. Ja, das sind so mittlerweile um die... Lass es mal 10.000 sein pro... 3 Sekunden. Okay. Also sind mittlerweile komplette ME 10.000 RF pro Tick. Also das sind 10.000 RF pro 60 Tick dann ungefähr, ne? Ja. Ja gut, dann können... Ich rechne das jetzt nicht aus. Wer sich auch berufen fühlt, auszurechnen, habe ich Spaß dabei. So, dann nehmen die schon mal. So, weißt du was? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was denn? Wenn einer dabei ist, der das mal ausrechnen möchte, kann er machen. Wenn er mir das ausrechnet, der kriegt von mir einen Steam Key. Ich habe da noch ein paar rumfliegen. Ein Steam Key? Ja. Ja, sehr gut. Sehr nice. Machen wir mal hier so eine kleine Belohnungstour. Ja. Okay, ich werde auf jeden Fall dann in der Videobeschreibung das Video verlinken. Oder auch nicht. Ich weiß, ey, warte mal, müssen wir mal gucken, dass wir dann die gleichzeitig rausbringen, ne? Ja. Hm. Wobei, das wird ein bisschen schwierig, weil ich habe verdammt viele Folgen noch auf Vorrat. Ja. Hm. Ja, gut, schauen wir mal. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Importbuzzer? Kann das sein? Achso, ja, genau. Annihilation. Interface brauchen wir auch noch, ne? Ah, ja, immer noch. Ich mach erst noch Importbuzzer. Ja, ganz ruhig. Ja, so, 4 Stück müssten jetzt eigentlich erstmal reichen. So, warte mal, kann ich dich da... Ne, kann ich nicht. Erstmal das wieder weg. Warte mal, hier. Da nicht. Mann, eh. Ah, danke. Und da oben. So, das muss der... Ja, der Crystal Growth... Die Crystal Growth Chamber muss noch weichen. Die müssen wir auch nochmal versetzen. Also, wie viel habe ich jetzt noch von den Import da? Da so ein... Ach, das ist doch doof hier, echt. Ja, weißt du, was auch doof ist? Hm. Hör dir mal das, den Block an. Schön transparent. Mhm. Schön. Schick. Eigentlich nicht. Ja. Doof, ja. So einfärben kannst du dir aber auch nicht, ne? Ja. Ja, wir müssen das Ganze noch ein bisschen versetzen, sonst wird es unsymmetrisch. Mhm. Müsste einer nach rechts sein, ne? Warte mal. Wir brauchen im Prinzip einen für Silikon. Dann nochmal pro... wie heißen die Dinger nochmal? Warte, ich hab's gleich. Nee, hier für die Circuits einen. Das heißt insgesamt dann 4. Und dann nochmal zum Zusammenbauen. Brauchen wir also 8. Nee, 7 würden ausreichen. Eigentlich sogar 5. Ein für Silicon. Dann 3 für die Circuits und einen für die Prozessoren zusammenzubauen. Okay. Würde eigentlich ausreichen. Dann wird man auf jeden Fall mehr. Dann wird man auf jeden Fall Kanäle einsparen und Peripheriegeräte und so weiter und so fort. Komm, das machen wir. Ja, dann kann man ja auch den Crystal Grove Chamber mal 1 nach oder 2 nach rechts versetzen, dann passt das auch. Ja, komm. Ja, weg. Alles muss weg. Alles muss raus hier. Schlussverkauf und so. Mhm. Klar. Ja, spiel weiter. Lass den ruhig labern. Ja. Ich lass den erstmal schon labern. Ja, genau.
Obwohl, so. Mit alten Mann kann man jetzt auch mich meinen, wenn man die Kommentare bei mir bedenkt, ne? Ja, ich weiß, der du bist war, auch schon der, an die 40, ne? Der war schon gesetzt. Ich weiß, dass der schon gesetzt war, aber der war scheiße gesetzt. Ja, mach doch selbst, ich hab keinen Bock mehr hier. Ja, geh doch. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, ciao. Bist ja immer noch da. Hexplating. Ach, hast gedacht, hä? Hab ich gedenkt. Hab ich falsch gedenkt. Ja, hast du falsch gedenkt. So, da erstmal zu. So. Jetzt könnten wir uns überlegen. Den machen wir. Dass wir das hier so in die Reihe machen. Ja, ne? Oben ja. Oder unten? Unten. Gut. Eins. Zwei. Drei. Vier, fünf. Und daneben könnten wir den da anschließen. Hm? Ja. Gut, machen wir es so. So wird's gemacht. So wird's gemacht. Gut, jetzt reiße ich aber die Reihe da oben wieder ab. Ich mach dann hier mal das Stromkabel weg. Ja. Das brauchen wir ja zum Glück nicht mehr. So, gut. Nee, das wollte ich. Gut, dann kriegen die von hinten erstmal die. Nee, von unten kriegen die Import. Na, verdammt. Na, mal gucken, ob das noch anders geht. Nee, geht nicht anders, okay. Also, wir auch hier noch ein bisschen einsparen. So. Import. Oh. Import, 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 Import. Und nochmal Import. Was denn? Nix. Nix. Okay. Dann hier Interface, 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 Interface. Jetzt habe ich kein Interface mehr. Hast du noch Interface? Interface habe ich noch eins. Okay. Hallo. So. Und ich habe noch einen Importbus. Ah. Wir werfen schon mal so. Importbus brauchen wir, glaube ich, keinen mehr. Ich glaube, ich habe die alle gesetzt. Okay. Covered Cable, genau, das wollte ich. Covered Cable darf ich noch einstecken. Ja, ich habe jetzt geholt, danke. Jojo. So. Seht ihr, da sammeln die ganzen Patterns an die Skystone Chest Ruhe. Jo. Zack, 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 zack. So, dann müssen wir hier nochmal. Ich glaube, das könnte uns vielleicht weiterhelfen. Mach ich was gerade. Wir bräuchten noch einen Import, ein Interface. Mach ich dir. Sehr schön. So, eine so Interface. Eine Interphase. So, du bist. Die Interphase. Inscriber Silicon. Okay, das passt. Dann hier. Genau, das da. Dann bist du. Du bist Engineering. Das machen wir mal raus. Komm. Du bist Logic. Das machen wir auch raus. Du bist noch nix. Du bist noch nix. Okay, fangen wir mit Logic an. Da. Du. Warte mal, du bist. Achso, warte mal. Okay, Logic. Verdammt. So, wo ist lang nicht mehr genannt? Ah, hier, Calculation. Und da. Da ist auch noch was drin. Da ist nichts mehr drin, okay. Zack, zack, zack. Ah, die stacken, warum stacken die nicht? Verdammt nochmal. Calculation Engineering. Was bist denn du jetzt? Logic. Aber ich hab doch eben noch. Hä? Was denn? Ich hab doch eben noch eine Logic Press eingesteckt, oder nicht? Logic, hier sind zwei Silicon Presse. Das ist. Achso, ich. Ja, ich hab Logic. Entschuldigung. Ja, du hast Logic. Ja, ich hab Logic. Techno Logic. Ich hab das beide mal gerade was gemacht. Ja, genau. Du wirst Engineering. Was ist das denn? Network Visualization. Okay. Ja, damit kannst du sehen, wo was verbunden ist und so weiter. Ah, cool. Und Calculation. Hui! Das sieht ja lustig aus.
Weil das habe ich mal getestet, da kannst du auch dann sehen, wenn da was rot ist, dann siehst du, okay, da ist der Knackpunkt, da fehlt. Ah, das ist wirklich sehr, das ist wirklich sehr nice. Das hätte ich mal bei Space Astronomy gebrauchen können. So, was bist denn du? Du bist das da. Okay, dann kommst du da rein. Hast du dich schon nicht eingelesen? Nee. Ich hatte nicht genug Zeit. So, du hast noch die Pattern für die ich hole die Patterns. Seeds? Für die Crystals, meinst du? Ja, meine ich doch. Dann einmal. Fluids, ja, cool. Status und 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau geil. Da zeigt er sogar die Kanäle an dann. Mhm. Cool. Richtig nice. So, da sind die Seeds drin, okay. Gut, dann hätten wir den schon mal. So, und jetzt will ich mal ausprobieren, ob er das macht. Ich hab. Moment. Silicon. Okay, das ist drin. Das kann rein. Printed Logic war's denn? Wie lange wolltest du die Folge machen? Wie lange sind wir schon? 26 Minuten. Was? Gott! Warte mal, dann noch ganz kurz. Circuit. Ja, warte, wenn man es dann einfach so macht, dass wir 30 Minuten machen und einfach zwei Folgen splitten. Ja, kann man machen, ja. Ist einfacher. Ja, einmal den Prozessor hätte ich gerne. Starten. So, jetzt müsst ihr da. Ja, ja. Jawoll. Logic-Prozessor und? Warum bleibt jetzt drin? Der Voice Missing Channel. Unten, die Import-Passe. Ah, ja, okay. Ja, sauber. Dann brauchen die wahrscheinlich auch noch eine Anbindung ans Sense-Cable, ne? Nein. Das machen wir anders. Kann ich die? Ne, kann ich nicht. Gut. Das da oben ist ja egal. Wir bräuchten noch so eins, was ich vorhin in der Hand hatte. So ein Glasfieber. Ne, was war das? Das kurze Kabel? Quarzfieber, genau. Wo? Ach, Mann, ey. Quarzfieber damals doch. Was war das gerade? Hm? Ja, ist da irgendwas angekommen oder so? Nö, nicht, dass ich wüsste. Also irgendwie kam heute über den TS von dir auch so ein komisches Dong. Okay, Entschuldigung. Als wäre es irgendwie gegen das Mikro geknallt oder so. Das war keine Absicht. Wobei, komm, das machen wir hier. Dann gehen wir dem doch direkt ans Dance Cable. Nein, das war verkehrt. Ach man, ey. Mach's doch mal richtig, Junge. Ja, toll. Das war super. Das war Weltklasse. Bin stolz auf dich. Ja, ich auch. Hallo, komm doch her. Und dann komm eben nicht her. Dong. Dong. Ein Covered. Und die Quarzfiber. Bis da dran. So. So, jetzt müsste es gehen, ne? Jo. Super. Also, liebe Zuschauer, liebe Kinder, wollte ich schon sagen, ja. Also, liebe Kinder, ne? So baut man ein AE-Netzwerk auf. Ja, weil wir hier über das Covered Cable eben mehr als 8 Kanäle haben fließen lassen, ging es nicht. Deswegen mussten wir jetzt hier das splitten und damit sich die Kabel eben nicht verbinden, kann man entweder so ein Quarzfiber nehmen oder so ein Anker. Der Anker, der ist schwer zu sehen. Warte mal, wo ist denn der? Toggle-Bus? Nee. Wo ist denn der? Warte mal. Hier hinten bei den Mate-Drives. Ja. Oder das nicht reichen, wenn man da nur ein Kabel alle Mate-Drives anpowert, oder? Nee. Du musst jedes einzelne, glaube ich, anpowern. Das will ich mal ganz kurz wissen. Ich meine, das geht aber. Ja, da sind noch alle an. Aber du hast wahrscheinlich trotzdem 4 Kanäle, ne? Ja, klar. Ja, das war... Ja, okay, gut. Gut, passt. Ja. Also wie gesagt, die Kanäle, die sind bei AE2 recht wichtig. Und hier haben wir eben... Hier habe ich eben den Fehler gemacht, dass ich einmal die...
Interfaces da anschließen wollte. Das sind aber schon 6. Und dann hat er natürlich nur noch 2 Import-Busse in das Netzwerk mit eingebunden und den Rest einfach nicht. So. Und deswegen kann man jetzt eben, wie gesagt, hier das nochmal direkt ans Dance-Cable anschließen. Jetzt haben wir hier auch 12 Channel. Das sind einmal hier die 6 Geräte, dann unten die 6, also hier die 6 Interfaces, unten die 6 Import-Busse und die Inscriber bzw. die Crystal Growth Chamber, die wird nicht gerechnet. Das ist ganz gut. Schön, ne? Ja. Ja. Muss aber trotzdem hier direkt verbunden werden, sonst kriegen die keinen Strom. Gut, so. Sehr schön. Ja. Und ja, wie gesagt, entweder mit Quarz-Fiber-Kabel trennen, weil das verbindet quasi die Kabel nur über den Strom, nicht aber über den Datenaustausch. Oder über sogenannte Anker. Ich glaube, ich habe da vorhin schon welche gesehen bei dir. Anker. Ja, genau diese hier. Cable Anker. Das sind die. Ich habe ja schon Kabelverzahnung auch nochmal gemacht. Ja. Kann man das eigentlich auch nehmen. Eigentlich sind die Cable Anker sogar günstiger. Ich habe jetzt halt bloß da Quarzfiber genommen, weil ich da... Ja. Nö. Tauschen wir aber auch noch raus. So, aber wir können jetzt auf jeden Fall Prozessoren herstellen, mein Lieber. Sehr schön. Ja. Und zwar Logic-Prozessoren. Na, toll. Das habe ich ja super hinbekommen. Na. Ja. So. Von hinten ist am Craften. Sauber, ne? Hm. So. Schauen wir gerade ins Mehl rein, was man jetzt noch craften kann. Jo. So, und hier siehst du dann natürlich auch den Status. Er hat jetzt im Moment nur noch 8 Crafting. 8 zu craften. Und dann ist er auch bald fertig. Wo kann man das sehen? Du gehst in irgendein Terminal. Nee, du gehst in das Crafting Terminal. Oben siehst du den Hammer, Crafting Status. Oben rechts. Ja. Und da siehst du dann den Crafting Status, also was aktuell gecraftet wird. Und da kannst du den Status auch, den Crafting Prozess auch abbrechen über Cancel. Ah, okay. Und wenn du mehrere CPUs hättest, dann könntest du da unten, wo die CPU Raute 0 steht, noch durchschalten. Sehr schön. Mhm. Ja. So fangen wir dann mit AE2 an. Schön. Ja. Gut. Und dann sind wir schon bei 32 Minuten. Ja, gut. Dann wird es auf jeden Fall ein Zweiteiler. Ja. Zumindest bei dir, aber ich werde glaube ich in einem Stück einfach hochladen Ende. Ja. Gut. Gut. Würde ich sagen, war es auch für diese Doppelfolge. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einmal einen Kritik. Ah, das sind die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.